Welche Fortbildungen fördert das Aufstiegs-BAföG? Finanzielle Unterstützung gibt es für Fortbildungen, die fachlich gezielt auf öffentlich-rechtliche Prüfungen vorbereiten. Die Abschlüsse müssen nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder nach Bundes- oder Landesrecht geregelt sein. Auf allen drei Fortbildungsstufen, die im Berufsbildungsgesetz sowie der Handwerksordnung verankert sind, wird jeweils ein Lehrgang gefördert. Folgende Kriterien gelten. Lehrgänge für den geprüften Berufsspezialisten, die geprüfte Berufsspezialistin müssen mindestens 200 Unterrichtsstunden haben. Sie werden in Teilzeit gefördert. Ab 400 Unterrichtsstunden auch in Vollzeit. Bei Lehrgängen für den Bachelor Professional oder den Master Professional sind mehr als 400 Unterrichtsstunden Pflicht. Sie werden sowohl in Vollzeit wie auch Teilzeit gefördert. Es können präsenz- oder mediengestützte Lehrgänge belegt werden. Wichtig: Das Aufstiegs-BAföG bezuschusst ausschließlich Fortbildungsmaßnahmen von zertifizierten Anbietern.